Cool. Das musst du sehen. Für den einen ist es Müll, für den anderen ein Schatz. Was zum Teufel ist das? Eine Ahnung. Zeig mir, was du gefunden hast. Wolfgang von Tristen. Er wurde der Handwerker des Teufels genannt. Die späteren Jahre seines Lebens verbrachte er damit, einen mechanischen Sarg zu erschaffen, der es ihm ermöglichte, gefahrlos den Tod zu erleben. Interessant. Willst du es ausprobieren? Eine Minute, 5 Sekunden. Oh! Sag etwas. Wow. Ich bin dran. Du bist da, aber dann doch wieder nicht. Du meinst wie ein Traum, ja? Es ist mehr wie, als ob man unsichtbar ist. Versuch's doch selbst. Das ist eine Nahtoderfahrung. Wir scheinen uns der Linie zum Tod anzunähern, ohne sie tatsächlich zu überschreiten. Wie geht's euch eigentlich? Habt ihr was Merkwürdiges gesehen? Halluzination? Albträume? Du warst gestern echt durch den Wind. Ich habe etwas Furchtbares gesehen. Glaubst du an Geister? Niemand hintergeht den Tod, Kyle. Wir müssen es zerstören. Wenn du den Sarg benutzt, hast du keine außerkörperliche Erfahrung. Du bringst dich um, jedes Mal, wenn du dich reinlegst. Ich bin gesund und ich werde stärker Tag für Tag. Es tötet dich. Geh sofort von meinem Sarg weg. Du wirst ihn mir nicht wegnehmen. Ich brauche Hilfe! Oh, hast du Angst vorm Tod?